Ja, wie sieht's aus? Seid ihr fertig? Habt das? Sicher. So, okay, wir waren oben an dem grünen Punkt bei Angbar. Und jetzt switchen wir die Position. Ich nehme jetzt mal den Grangwar-Pin hier. Und ihr seid auf der Reise nach Elenvina. Ja, das nicht im Kosch liegt, sondern in den Nordmarken. Ja. So, und so seid ihr unterwegs, um in die Stadt Elenvina zu gelangen. Es ist ein wunderschöner Spätsommertag. Die Sonne steht hoch am Himmel, die Praios-Scheibe. Und ihr schwelgt so ein bisschen in euren Erinnerungen. Und so kommt ihr hier von Kündoch im Prinzip. Kündoch, Kündoch, Kündoch. Seht es? Jo. Und nördlich. Seid auf der Reise nach Süden, nach Elenvina. Seid ihr mit einem Boot unterwegs oder zu Fuß? Oh, das gibt's doch nicht. Ich würde sagen, zu Fuß. Oder was meint ihr? Ich würde auch sagen, zu Fuß. Also von Kindoch nach Elenvina wäre jetzt irgendwie mit dem Boot doch irgendwie noch ein ziemlich weiter unten. Elenvina? Achso, da ist ein Fluss. Entschuldigung, ich habe den nicht gesehen. Ich dachte gerade übers Wasser, übers Meer. Elenvina habe ich gefunden, aber den anderen Ort nicht. Das ist nördlich davon, die Ortschaft. Ach, da. Okay. Und wir wollen also dann nach Elenvina. Das ist genau unser Ziel. Gehen wir zu Fuß. Perpedis Apostolorum. Jupp. Hatte irgendeiner ein Pferd von euch? Ja. Kalcharos hat ein Pferd, die anderen nicht? Ich nicht. Nein. Ja, und so ist Kalcharos gut zu Fuß auf seinem Zossen etwas voran und du wunderst dich, warum die alle zurückbleiben, Kalcharos. Irgendwie, es muss doch schneller gehen. Haben wir es eigentlich eilig oder warum gehen wir dahin? Das werdet ihr gleich erfahren. Ah, ja. Ja, euch ist schon immer die ganze Zeit so ein bisschen aufgefallen, dass eure Kumpanin Sari irgendwie einen sehr, sehr vollen Rucksack hat. Und euch würde schon interessieren mal, was die da alles mit sich rumschleppt. Ach, ja. Was ist denn da drin, Sari? Du schleppst dich ja zu Tode. Ich schlepp mich nicht zu Tode. Ich habe halt die wichtigsten Dinge in meinem Rucksack. Na, so, was habt aber ihr ist denn? Auch was zu trinken dabei. Natürlich. Aber was habt ihr denn in euren Rucksäcken? Sind die etwa nicht so voll? Doch. Meiner schon. Meiner auch. Guckt. Na, ja, guck. Ich habe Satteltaschen. Also warum ist jetzt meiner so besonders voll? Weil ich habe so eine bodenlose Tasche. Nur weil der... Also Sari hat da... Tasche, da fliegt da unten alles raus. Einmal kurz zur Erläuterung. Sari hat in ihrem Rucksack ein zweites Paar Stiefel, Winterstiefel. Die hat eine dicke Winterausrüstung da drin. Also das ist schon sehr, sehr fulminant gefüllt, das Ding. Ich komme aus dem Norden. Wenn man da nicht ein paar Pelzstiefel hat, dann ist man verloren. Ja, die verfände ich doch nicht für irgendwie so einen Fetzen hier aus dem Süden. Sandalen. Ja, Sandalen. Ist euch schon mal ein Zeh abgefroren? Davon kann ich euch noch ein Liedchen singen. Mein kleiner Zeh, den habe ich auf dem Weg nach... Moment, ich... einen Moment. Du musst jetzt auf die Karte gucken, richtig? Natürlich. eines Winters. Als wir unsere Karenherde über die grüne Ebene. Über die grüne Ebene? Wo bin ich denn da? Ich war schon lange nicht mehr im Norden. Egal. Wir waren eingeschneit. Und da ist mir mein kleiner Zeh erfroren. Warst du nicht adäquat gerüstet für diese Winternacht? Doch, ich bin adäquat gerüstet, aber es ist so kalt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich war froh, in diesem Winter kein Mann gewesen zu sein.
Der hatte bestimmt sein bestes Stück verloren. Ja, das wäre eine Katastrophe. Eine Katastrophe. Hast du jetzt dann noch den Beinamen 9C oder so? Sagen no, 9C? Na. Aber am anderen Fuß ist noch alles dran. Möchtet ihr einmal nachschauen? Nein, ich glaube, es schon so. Wir wollen ja nicht zu indiskret, nicht wahr? Dann lasst uns lieber weitergehen. Ja, ja, gute Idee. Aber deswegen ist mein Rucksack so voll. Ich brauche meine Kleidung schließlich. Du bist also für alle Eventualitäten gerüstet. Naja, ich bin in dieser Kleidung aufgewachsen. Das kann ich nicht einfach von mir weisen. Ich fühle mich darin wohl. Ist die Kleidung mitgewachsen? Nein, natürlich nicht. Ihr sagtet, ihr seid in dieser Kleidung aufgewachsen und da wunderte ich mich wegen der Größe. Habt ihr ein Hirn von der Größe einer Walnuss? Nein, ich mache nur Spaß. Nee, das würde ich jetzt auch behaupten. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch hier im Süden ist, aber unsere Kleidung wächst nicht. Allerdings kommt sie von Tieren, die auch wachsen. Was für Pelze sind denn da verarbeitet? Von welchen Tieren in eurer Kleidung? Nun, von unseren Karentieren. Ah. Aus unserer Karenherde, aber auch der ein oder andere Schneehase ist dabei. Das ist sicherlich sehr wärmend. Ach, und so kuschelig. Nun, was meint ihr denn, wie lange sind wir denn noch auf dieser äußerst ungemütlichen Straße unterwegs? Also ihr seht, dass Elenvina langsam vor euch auftaucht und Skyline. Sari, mach mal eine Probe auf Geschichte. Oh je. Da muss ich erst schauen, wo es ist. Geschichtswissen? Ja. Auf das Auge, ne? Doppelte? Genau, also einmal glaube ich. Sonst zweimal. Musst du ausprobieren. Hilfe, Moment. Ja, nö. Gut. Elenvina ist eine schöne Stadt, die sich dort am Horizont auftut. Jule, mach du mal einen Wurf auf Rechtskunde. Rechts? Ja, oder Recht, oder wie das heißt. Rechtskunde. Rechtskunde heißt es, ja. Ja, Elenvina ist eine sehr, sehr schöne Stadt, die sich wohl an einige Weinberge geschmiegt hat. Sie liegt halt am großen Fluss. Dadurch ist dort sehr viel Schiffsverkehr und Waren werden dort hin und her verschifft. Die Stadt lebt wohl zum großen Teil von der Pferdezucht und es werden dort viele Stoffe und sowas hergestellt. Und die Stadt soll relativ wohlhabend sein. Erinnere ich mich daran, dass mir irgendjemand mal eine Sage erzählt hat über Elenvina oder irgendwelche Legenden? Und durften jetzt nur die beiden würfeln? Ja, ihr, ja, dann ich habe nämlich beide Fähigkeiten geskillt. Dann mach mal, Lars. Machen aber wir erstmal. Ich habe irgendwie so wenig Talente. Geschichtswissen? Zum Beispiel Geschichtswissen. Man kann das ja nicht scrollen, diesen Bogen nach unten oder so. Doch. Tatsächlich geschafft. Also, Lars, du weißt, dass du weißt, dass Elenvina vor einigen Jahren unter einem großen Angriff der Torwaler gelitten hat. Eieiei. Also, Henning, du gehst auf den Charakter und dann kannst du mit der Maus über den jeweiligen Skill gehen, also Physical Nature, Social and Knowledge oder Craft, und da kannst du dann hoch und runter scrollen. Mit einem Mausrad oder du musst hier auf diese Leiste daneben gehen. Oder du ziehst es dir so groß, dass du es direkt hast. Ja, da gab es mal einen großen Überfall von Torvalan vor ein paar Jahren. Und jetzt du weißt jetzt noch nicht, dass sie eine Hexe ist, ne?
Nicht wirklich. Nee, dann brauchst du auch nicht auf Rechtskunde würfeln. Ragnar. Ja. Vor einigen Jahren, das ist noch nicht allzu lange her, haben die Räuber eures Volkes diese Stadt attackiert und geplündert. Vielleicht tätet ihr gut daran, eure Erkennungsmerkmale, die euch als Torwallerin abstempeln, ein wenig zu verdecken. Ist das so? Um eventuell Ärger aus dem Weg zu gehen. Danke für den Hinweis, Kalcharos. Ich denke, da fällt mir was ein. Ja, die Sari hat ja... Und wenn euch jemand Probleme machen möchte... Ja, bitte? Die Sari hat ja noch Winterkleidung. Ich habe noch Winterkleidung. Aber wer euch Probleme bereiten möchte, der muss eh erstmal an mir vorbei. Ja, wir wollen ja nicht unnötig schlechte Stimmung auf uns ziehen. Was heißt denn hier unnötig? Wenn jemand irgendwie meint, das Maul aufreißen zu müssen, der kriegt halt gestopft. So ist es halt. Das ist nicht unnötig. Wenn jemand unverschämt ist, der kriegt halt eine Lektion. Fertig. Es geht ganz einfach. Ich kann ja die deutlichsten Hinweise vielleicht ein bisschen minimieren. Ja, wenn ihr euch verkleiden möchtet. Ja, macht vielleicht. Ja, ich schaue mal in meinem Rucksack nach und habe da ganz normale Kleidung auch drin, soweit ich weiß. Okay. Ja, und sonst so? Also du sind, wir jetzt, normale... sind wir jetzt schon, wir sind in der Stadt? Nee, ihr seid davor. Ah, davor noch, okay. Ja, also du ziehst die normale Kleidung an, machst du da einfach so oder gehst du irgendwo hinterm Busch? Wie bist du da? Oder bist du so 70er Jahre drauf oder? Mitten auf der Straße. Nur ich wende mich auf jeden Fall ab und schaue, ob da irgendwie ein Busch in der Nähe ist, hinter den ich mich kurz stellen kann. Man muss bestimmt ja so zwischendurch mal Pipi. Da muss man sich auch in die Büsche schlagen. Ja, zwei Fliegen mit einer Klappe. Könnte ich auch gleich austreten, wenn ich mich schon umziehen muss. Deswegen habe ich einen Spaten dabei. Ja. Ich glaube, den habe ich nicht dabei. Ich hack einfach mit meiner Orknase ein Loch in den Boden. Ja, du ziehst dich um und versuchst ein bisschen dein Torwaller-Dasein zu verstecken. Ich hätte auch noch einen Zauber zur Hand. Welchen? Harmlose Gestalt. Aber bist du da nicht irgendwie zu so einem kleinen Mädchen oder so? Nee. Ja. Der Zaubernde nimmt die Gestalt einer unauffälligen Person wie eines Kindes Bettlers. Aber 4 ASP pro 5 Minuten. Boah, ist natürlich eine Menge. Das würde sich nur unter gewissen Bedingungen lohnen, denke ich. Ja, nimm doch lieber verkleiden. Ja. Ich verkleide mich. Ja, du verkleidest dich und... Warum jetzt? Das verstehe ich irgendwie nicht. Warum? Weil die Torwaller die Stadt vor ein paar Jahren angegriffen und geplündert haben. Ach so, damit sie nicht... Alles klar. Die sind wahrscheinlich noch immer nicht sehr willkommen hier. Ja, ja. Also keine torwallerische Tracht sozusagen. Besser nicht. Und vielleicht beim Anstoßen nicht auf Torwall trinken. Wenn zu blöd ist. So, ihr macht euch soweit fertig und kommt dann halt, also geht weiter. Was machst du da noch? Ach, verkleiden, okay. Ja, hast du geschafft. Super. Und ihr kommt dann in die Stadt. Ich teile euch mal die, Karte von Ellen Wiener. Die müsste jetzt auch bei Images bei euch drin sein. Loading. Das steht bei Loading. Loading.
Loading. Yes. Ist sie jetzt automatisch aufgegangen bei euch? Ja. Mhm. Okay, das ist ja auch cool. Genau. Die könnt ihr euch übrigens auch unten in die Leiste ziehen, wenn ihr möchtet. Ne, müsst ihr nur wieder auf den Schild klicken und dann könnt ihr den unten auch reinziehen. Was ist los mit Iva heute? Ja, Frauchen kommt jetzt. Der fühlt sich nicht wohl in deiner Lodge da. Nee, Frauchen kommt. Ja, so, und ihr kommt von der Straße von Norden her, die da so reingeht. Und ihr seht halt die Gebäude, die sich... Nordwesten, der diese Nordwesten genau, da... Genau, richtig. Ihr seht die Gebäude, die da halt überall stehen. Die sind aus so einem schwarzen, edlen Stein gebaut. Und also es scheint eine wirklich wohlhabende Hafenstadt zu sein. Ihr lauft da jetzt auch gerade durch ein besseres Viertel. Warte, ist das diese S06? Auf der wir kommen. Genau, da kommt ihr lang, genau. Mhm. Und ja, da passiert jetzt die Straße. Ihr seht viele Händler, die in feinen Zwirn gehüllt sind, die da über die Straßen laufen und ihrem Tagewerk nachgehen. Die gucken ein bisschen skeptisch und grüßen euch dann halt auch. Ah, ich mag das nicht. Hier sind einfach viel zu viele Menschen unterwegs. Hier stinkt. Ihr gewöhnt euch da schnell dran. Bah. Den Geruch nimmt man irgendwann nicht mehr wahr. Furchtbar. Solltet mal eine 10 Tage tote Leiche riechen. Oh Gott, oh Gott. Warum sollte ich das denn tun? Nicht freiwillig, aber dann wüsstet ihr, was wirklich stinkt. Ihr solltet mal 10 Tage alte Socken riechen. die 10 Tage lang getragen wurden. Ja, sicher. Von einer Leiche, die schon 10 Tage tot. Oh, du hast meine Vor- und Nachteile gar nicht übertragen. Das mag sein. Hattest du Vor- und Nachteile? Habe ich nicht gesehen. Natürlich, wir haben doch alle Vor- und Nachteile. Mhm. Habe ich nicht auf deinem Bogen gesehen. Da musst du die selber nochmal übertragen. So, ich habe aber ganz viele Fähigkeiten von dir übertragen, die du noch nie benutzt hast. Wer, ich? Ja, die Sonderfertigkeiten. Finte und Hammerschlag. Oh, wo hast sind die? Hast du noch nie benutzt. Weiß ich gar nicht, was das ist, ne? So, auf jeden Fall steht ihr plötzlich in einem großen Tempel des Praios. Oh. Ihr seid in Angbar und habt die 10. Truhe von Praionde in eurer Gewahr, die ihr nun dem Priester des Tempels bringen sollt. Hä? Was? Das war irgendwie... Was, wir sind in Angbar? Ich bin noch gar nicht Cthulhu. In Angbar und steht in einem großen Tempel mit der 10. Truhe von Praionde. Hä, wir sind doch in Elenvina. Ihr seid jetzt in Angbar, in einem Tempel und habt die 10. Truhe bei euch, die ihr dem Priester übergeben sollt. Und das ist jetzt auch überhaupt nicht seltsam für euch. Auch. Meine Boten hatten mir schon gesagt, dass Praionde euch schicken wollte. Ihr seid die tapferen Recken, die sich um die Probleme in Altenbrück gekümmert haben. Wir haben den Kult zerschlagen, des Namens. Nun den zwölften zum Gruße. Stellt die 10. Truhe da ab und zeigt mal, was ihr da habt. Praionde sagte mir, sie hätte irgendetwas Seltsames aus dem Fluss gefischt. Ja. Stellen wir ab und dann... Ja, er geht mit seinen langen Roben vorsichtig und langsam zu der Kiste und ihr seht seine langen, geschickten Finger, die zu dem Schloss gehen und an dem Mechanismus herumfummeln, bis das Schloss leise knackend aufgeht. Er öffnet die Truhe und schaut herein. Das ist ein Stück Meteoreisen, glaube ich. Es könnte eines jener Metalle sein oder Stoffe, aus denen die sagenumwobenen schwarzen Augen gefertigt wurden in früherer Zeit. Es ist, glaube ich, besser hier aufgebracht. Und er legt es wieder hinein. Koschbasalt. Ja, das ist eine gute Sache. Das beschützt es
die Magie, dass sie nicht austritt und keine schlechten Träume verbreitet, und er nimmt das Geld und die Gaben des Zehns der Altenbrücker hinaus und schließt die Truhe wieder. Nun, aber entschuldigt, ich bin etwas unhöflich, weil ich gerade so in Gedanken war. Wie waren eure werten Namen nochmal? Prayonde hatte versäumt, es mir mitzuteilen in ihrem Brief, der vor 2 Tagen hier ankam. Also ich bin Baron Answin vom See. Freut mich sehr. Ach so. Entschuldigt. Sari vom Stamme der Hocke. Oh, ihr müsst eine weite Reise hinter euch haben. Was führt euch hier so weit nach Süden, in den Kosch oder in die Nähe des Koschs, Sari? Nun, die 10 Truhe. Ja, aber ihr seid doch nicht wegen der 10 Truhe hier nach Angbar gekommen, oder? Ah, nein, das... Doch, nach Angbar schon. Wir sind ja... Wir waren zusammen, wir haben uns kurz vor, wo waren wir denn noch, vor Altenbrück getroffen. Und nun sind wir jetzt gemeinsam auf dem Weg nach Angbar, wegen der 10 Truhe, oder nicht? Wir sind doch in Angbar. Ja. Genau. Dina? Wegen der 10 Truhe. Bringt der Nivesin einen Krug Wein? Ich glaube... Sie scheint etwas von der Reise verwirrt zu sein. Und ihr? Ich mit wem habe verwirrt. Ich da die Ehre? Und sie guckt zur Torwallerin hinüber. Oder er Katz. Guckt zur Torwallerin hinüber. Mein Name ist Ragnar. Ragnar Thorastotir. Es freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Und ihr, Boron-Geweihter? Kalcharos. Aus welcher Stadt kommt ihr, Kalcharos? In welchem Tempel dient ihr? Ich bin Andina Golgariz und komme aus Gareth. Gebürtig aus bin ich Zyklopäer. Oh, ein Golgariz aus Gareth. Dann seid mir willkommen in Angbar. Ich werde Zimmer für euch bereiten lassen, auf dass ihr euch von euren Strapazen der Reise ausruhen könnt. Vielleicht könntet ihr morgen nach dem Essen noch einmal hier in meiner bescheidenen Unterkunft vorbeischauen. Ich würde euch gerne um einen Gefallen bitten, wenn es denn gehen würde. Natürlich. Ja, und so verlasst ihr die Gemächer des Geweihten und ihr seid in einem großartigen, gewaltigen Praios-Komplex, in dem die Ornamente aus Blattgold nachgezeichnet sind und feinstes Marmor die hohen Decken der Tempelanlage stützen. Richtig edel. Nun, vielleicht könnt ihr mir einmal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich bin ein wenig verwirrt. Und wo ist eigentlich mein Wein, der mir versprochen wurde? Ja, ein Sina kommt an. Oh, hier, der Herr sagt, ihr wolltet etwas Wein haben, gute Frau. Kostet bitte, ob er für euch genehm ist. Ich trinke das mal leer und denke mir, oh ja, das ist ein guter Tropfen. Wollt ihr noch mehr davon? Ich bringe ihn gerne auf euer Zimmer, euer Herrlichkeit. Ich gucke den ein bisschen seltsam an und euer Herrlichkeit. Nein, danke. Ich bin verwirrt. Nein, hab Dank. Ihr könnt schlafen. Soll ich einen Heiler schicken, euer Herrlichkeit? Nein, auf gar keinen Fall. Ihr könnt gehen. Aber ich werde mich jetzt euch mal zu. Ich bin jetzt gerade tatsächlich verwirrt. Helft mir mal auf die Sprünge. Wir sind doch hier in Angbar wegen der 10 Truhe, oder nicht? Natürlich. Was war denn da eben gerade so ein Problem? Er hat mich nicht ganz verstanden. Er wollte wissen, warum du den Norden verlassen hast und in den Süden gegangen bist. Ach so, ich dachte, warum ich in Angbar bin. Nun, wegen der 10 Truhe ist doch klar. Aber ich habe auch noch eine Frage an Ragnar. Du sagtest deinen richtigen Namen, das wundert mich, weil
sich ja extra verkleidet, um nicht als Torwallerin aufzufallen. Und dann posaunst du deinen wunderbaren torwallerischen Namen. Was macht dieses blaue Licht? Ich hatte mir auch schon einen Ersatznamen überlegt. Blau. Ist mir einfiel, wir sind jetzt doch nicht in Elenwina, sondern in Angbar. Ihr seid ja jetzt in Angbar, Henning. Ja. Wir haben einen Zeitsprung gemacht. Die Verwirrung ist groß. Ach so, ja, das ist verwirrend. Ja, ja. Weil es, okay. Dann ist das alles genehm. Ja, und das, so. Dieser Zeitsprung, der war so ein bisschen, ich glaube, die Lotte war jetzt auch ein bisschen verwirrt mit dem Zeitsprung. Kann das sein? Ja, zu Beginn dann. Als Lars meinte, wir spielen doch nicht Cthulhu, musste ich auch erstmal einen Moment nachdenken. Da hatten wir sowas doch auch gehabt. Okay. Ja, und so werdet ihr auf eure Zimmer gebracht, die herrlich... Ich muss jetzt in dem Praios-Tempel schlafen. Du musst nicht. Du kannst auch rausgehen und irgendwo im Wald schlafen. Ich würde dich begleiten. Ihr kriegt auf jeden Fall alle ein schönes Zimmer. Da gereicht... Henning, hör auf zu gehen, ey! Ich nehme das Zimmer. Und warum soll ich da im Wald schlafen? Also ich würde wohl lieber den Wald bevorzugen, als in diesen... Nun, da kann ich euch nicht alleine lassen im Wald. Aber das Zimmer ist doch viel bequemer mit dem Bett. Meine Damen, ich bitte euch. Gutes Bett. Ja, und die ganzen... Und die Wände sind so eng und die Decke ist so nah. Nee, da ist alles aber nicht eng da. Lieber unter dem weiten Himmel. Und wenn es regnet? Ja, dann sieht er auch. Ja, dann sitzen wir, nämlich wir beide, haben ein wunderbares Dach über dem Kopf, liegen in einem wunderbaren, warmen Bett und ihr liegt im Regen draußen. Und wenn ihr das wollt, bitteschön. Ja. Dann kriegt ihr Dumpfschädel nachher. Und dann muss ich euch wieder heilen. Wir machen uns ein gemütliches Feuer. Also ich Feuer. Kann nur von abraten. Schön warm. Uns weht ein frischer Wind um die Nase und nicht dieser stinkige, abgestandene. Ja, wo geht ihr, wo verlasst ihr denn die Stadt, damit, falls wir euch finden müssen? Weil Angbar ist jetzt ja auch nicht wahrscheinlich 10 Häuser, sondern es wird ein bisschen größer sein. Nee, Angbar ist schon relativ groß, ja. Nun, Weil das Campen in Parks ist verboten, stand am Ortseingang. Wir campen nicht. Das ist eine Grauzone, das, was wir tun. Okay. Wir biwaken. Ja, keine Ahnung. Draußen vor der großen Stadt Himmelsrichtung stehen die Nutten sich die Füße platt. Südlich. Jetzt nicht, es ist Corona. Nee, östlich. Östlich die große Handelsstraße aus Angmar raus in Richtung See. Okay. Zwischen See und Stadt. Alles klar. Würde ich jetzt mal gerade so sagen. Sieht doch gut aus. Vielleicht die Damen bleiben wirklich bei ihrer Entscheidung in der Natur zu übernachten. Bleibt ihr bei der Entscheidung? Natürlich. Ich zupfe so nervös an meinen Klamotten rum und schieb so demonstrativ so eine Art Fiebel immer so ins Sichtfeld. Ist da vorne gerade ein Bandstrahler? Nein, Spaß. Glaub. Dann zuckt sie. Nee, Spaß beiseite. Alles gut. Ja, ich gehe in mein Zimmer. Ja, du gehst in ein Zimmer und der Answin genauso. Und ihr verbringt eine sehr, sehr bequeme und ruhige Nacht. Und die Damen in ihrem... ihr sucht euch halt so ein kleines Wäldchen, ein bisschen außerhalb der Stadt und kommt da halt unter, macht es euch auch relativ bequem. Das Wetter ist gut, von daher ist es kein Problem. Entschuldigung. Ich bräuchte noch einen Kaffee, ey. Und so vergeht dann die Nacht. Und wollt ihr denn am nächsten Tag wieder zum Praios-Tempel unter essen oder sagt ihr, nee, da wollen wir gar nicht mit um. Wir warten hier, bis sie da rauskommen. Und vertreiben uns den Tag in der Stadt. Also man kann ja auch da hingehen und irgendwie darauf warten, dass die anderen mal rauskommen und dass man dann irgendwas macht.
Ja gut, die werden ja da frühstücken. Ich würde mir in der Stadt irgendwie was suchen. Da gibt es ja bestimmt auch eine Bäckerei oder sowas. Ja, da gibt es verschiedene Bäckereien und natürlich so einen Falafelmann und alles Mögliche. Dönerladen. Kurze Frage, Sirenscape läuft nichts, ne? Der ja. Bei mir läuft auch nichts. Was, bei mir ist auch nichts. Sirenscape läuft. Ich stopp mal. Ne. Ach so. Jetzt ja. Jetzt, ja. Nee, lief die ganze Zeit. Hier nicht. Doof, ne? Dass der dann nicht irgendwie das macht, ne? Also ich begleite dich dann einfach wieder mit in die Stadt und sodass sie die anderen dann hinten vor dem Praios-Tempel dann letztendlich treffen. Oder ich hole die raus oder so, ist egal. Ja, wir gehen ja erstmal noch dann zu dem Obertypen wieder hin. Der hat ja noch eventuell eine Quest. Oh, ich sehe vor allem, wir sind in der Nähe von Ferdok. Da habe ich noch, als wir eben nach draußen gegangen sind, vor den Städten, habe ich noch einen Wegweiser gesehen. Das heißt, hier muss es überall Ferdocker Bier geben. Stimmt sogar. Das, also besonders frisch, ne? Ist ja immer nicht im Vergleich zu dem Ort da, wo es auch wirklich gebraut wird und all sowas. Ist in eurem Rucksack noch Platz für ein Fässchen? Na klar! Ja. Ein nimmer voller Beutel. Und so gehen die zwei Damen da über die Straße und sehen dann auch eine Taverne zum Ferdocker Hengst. Und auf diesem Schild ist so ein Gaul abgebildet und in der Mitte unter dem Gaul steht halt so ein großer Humpen und von seinem Prängel aus geht halt so ein Strahl in den Humpen rein. Ja. Na, das spricht ja richtig für diese. Aber das sehen jetzt nur die Damen, wir sehen das ja nicht. Ihr seid das ja im Tempel geblieben. Wir sind äußerst frisch gezapften, ja, genau. Eindruck. Ja, ich hoffe, das ist nicht pisswarm, das Bier. Lassen wir es drauf ankommen? Ekelhaft. Wie bitte? Lassen wir es drauf ankommen? Na klar! Gut! Wir können doch nicht in Angbar sein, ohne das Bier getrunken zu haben. Obwohl ja der Karen-Schnaps, der ist doch noch ein bisschen besser. Woraus wird der denn gebraut? Aus der Karen-Milch. Das solltet ihr mal probieren. Der erste Schluck ist zum Kotzen und danach wird's immer besser. Klingt spannend. Ja, und mit diesen Worten öffnet ihr die Tür zur Taverne und tretet ein in einen rauchgeschwängerten Raum und es riecht nach abgestandenem Bier. Ihr schaut euch um und ein rotbärtiger Zwerg mit einem kahlen Hauptschädel und darum angeordnet langen Haaren steht hinter der Theke und poliert gerade ein Glas. Robosch? Ach nee, doch nicht. Kommt rein! Endlich Kundschaft hier! Und er knallt den Humpen auf seine Theke, holt zwei frische Humpen und füllt die direkt mit Bier. So, hier, Dieren. Ja, Dank. Ihr seht so aus, als wärt ihr weit gereist und könntet ihr so einen Humpen vertragen. Den können auch wir vertragen. Zwei. Ja, das macht ein, ich weiß gar nicht was, ein Heller. Den bekommt ihr. Ich knall ihm den Heller auf den Tresen. Ja. Wo finden wir denn unser Geld? Unter, habe ich auch nicht eingetragen, glaube ich. Charakter und dann Inventory unten. Was war das jetzt? Ein Heller. Ich habe kein Geld eingetragen, hallo? Ja, das ist schlecht. Ich lade dich ein. So. What? Aber ich habe ja 20 Dukaten vom letzten Mal. Also ja, dann hau eine Dukate raus. Come on, für ein Bier. Hallo? Auf gar keinen Fall. Ist die Flatrate dann? Ich wollte heute kleines mal irgendwas. Ein Fässchen Bier kostet 0,16 Silbertaler. Also was hat es jetzt? Ein Kreuzer oder was war das? Heller, habe ich gesagt. Heller. Und wo kommt ihr her? Das schmeckt auch dem Preis angemessen. Was treibt euch hierher? Dieren, aber ihr seid Schnieke, ihr seht gut aus. Lange keine Frau mehr hier gewesen. Meistens immer irgendwelche abgewrackten Kerle. So Fischer vom See. Forellenfischer. Die riechen bestimmt gut. Ich, ne? Wollte gerade sagen, die stinken immer wie so ein alter Kabeljau. Ja, auf die Dauer ist das auch nicht schön. Widerlich.
Durst und Hunger treiben. Aber ihr riecht gut. Nach Wald und frischen Blättern und Moos und... Wir sind doch keine Elfen. Und ihr habt recht, wir haben draußen genächtigt. Das ist das natürliche... Der natürliche Duft. Nun, eine nette Stadt habt ihr hier, Angbar. Nun, was müssen wir denn hier wissen über diese Stadt? Ich bin hier neu, ich war hier noch nie. Ach, was muss man über die Stadt wissen? Gar nichts muss man über die Stadt wissen. Dass es hier das beste Bier gibt, aber das habt ihr jetzt schon rausgefunden. Ich nehm mal so einen Schluck. Wie ja, schmeckt das? Ist sehr lecker. Ist das das Verdocker Bier? Das ist das Verdocker Bier. Mhm. Ja. Schmeckt besser als das Zeichen auf eurer, über eurer Tür. Ach, das ist doch nur provokatives Marketing. Das ist doch nur, um die Leute hier provokant reinzuholen. Weißt du, das zieht unheimlich. Nicht. Ja, nun, das ist auf jeden Fall besser als gedacht. Und was verschlägt euch hier nach Angbar? Lass mal überlegen. Ich hab, glaube ich, eine Taverne hier. Immer schon. Ja, schon relativ lang. Ich glaube, ich bin dieses Jahr 30 Jahre hier. Ja, das ist schon eine Weile. Ja, das sag ich dir. Hm. Und Taverne sonst... habt ihr von Verwandten übernommen, oder? Ja, vorher mein Vater die geleitet. Und vor meinem Vater mein Großvater. Ah, und vor meinem Großvater mein Urgroßvater. Ja. Nun, dann seid ihr wahrlich schon eine sehr lange Zeit hier in Angbar. Und was gibt es Neues? Gibt es irgendwas Neues, was erzählt wird? Irgendwas Spannendes, irgendwas Aufregendes? Schließlich, wir sind nun auch immer interessiert an aufregenden Abenteuern. Naja, da kann ich euch nicht mitbieten. Also momentan, ich glaube, es gibt da so einen adligen Jungspund, der irgendwie zu so einem Turm will, wo irgendeine Prinzessin drin leben soll. Aber anscheinend soll es da gar keinen Eingang geben zum Turm oder so, habe ich gehört. Ich weiß nicht so genau. Das klingt ja fast wie eine Mär. Wahrscheinlich ist es das auch. Abend am Lagerfeuer erzählt. Wahrscheinlich ist es das. Wollt ihr noch ein Bier, Dienz? Ja. Ja, dann mache ich nochmal eins. Wo haben wir denn? Boah, halb elf. Frühstücksbier? Ja. Noch eins. Wollt ihr Frühstück dazu? Ich habe ein ganz leckeres, frisches Zwergenbrot hier. Mit Zwiebeln und Speck. Ich sage euch. Na, das klingt doch gut. Und wenn ihr bis heute Mittag noch da seid, gibt's hier einen leckeren Sauerbraten. Ja, er macht euch da so das Brot fertig und schneidet euch eben so ein paar Stücke ab. Dazu gibt's einen richtig schönen dickeren Schmand und stellt euch das dann hin mit einem neuen großen Krug Bier. Kommen wir zurück in den Praios-Tempel. Der Hahnenschrei ist von draußen zu ertönen und das Licht fällt hinein und ein Praios-Geweihter klopft wohl an der Tür. Ja, wir sind wahrscheinlich noch im Tiefschlaf. Hahnenschrei? Da steht man auf, das ist normal. Die Tür wird ein Spalt weit geöffnet. Das Frühstück ist serviert, die Herren. Ja, das hört sich doch sehr gut an. Ja, und so geht ihr halt hin und es ist ein gut gedeckter Frühstückstisch da. Es gibt frisches Brot. Es gibt verschiedene Aufstriche aus Früchten. Es gibt Fisch, der eingelegt wurde, Rollmops und solche Sachen. Etwas Obst und
ja, Gurken, Tomaten, ein paar Kartoffelscheiben. Das sieht doch nicht schlecht aus. Auf jeden Fall könnt ihr euch gut den Bauch vollhauen. Und dann kommt irgendwann ein Diener zu euch. Die Eminenz ruft nach euch. Würdet ihr bitte einmal bei ihm erscheinen? Ja, selbstverständlich. Das Frühstück war ja großartig. Und so lauft ihr durch den Praios-Tempel und eure Schritte hallen in den weiten Hallen wieder. Und ihr kommt an dieser großen eichernen Tür an, die mit Goldbeschlägen verziert ist und die vor euch steht. Der Bedienstete öffnet sie und bittet euch kurz zu warten und tritt ein. Dann ist es etwa eine Minute still und er kommt wieder raus. Eure Eminenz empfängt euch und er bittet euch herein. Und der Priester, mit dem ihr am Vortag schon gesprochen habt, steht halt dort und schaut euch an. Ach, da seid ihr ja. Wo sind denn die Damen, die gestern mit euch noch unterwegs waren? Die wollten sich die Stadt ansehen, glaube ich, und sie schlafen lieber unter freiem Himmel. Keine Ahnung. Unter freiem Himmel? Sehr seltsam. Ja, nie Wesen. Das sind so naturverbundene Damen, die für mich wäre das ja auch nichts. Meint ihr mit Natur verbunden jetzt? Was meint ihr damit? Ja, dass sie die Natur lieben und sich gerne in der Natur aufhalten. Oh, oh. Wir haben Geschichten gehört, wo... Ist das was Falsches? Der Stamm der Hocke seine Karren über die Flächen treibt und zwischen den Herdentieren schläft und ja, wahrscheinlich fühlt sie sich draußen einfach wohler. Nun ja, es soll mir ja auch egal sein. Die Vorlieben des Weibsvolkes sind ja immer etwas seltsam, aber das soll uns Kerlen ja egal sein. Ich hätte eine Bitte an euch. Ich habe hier einen wichtigen Brief, den ich nicht einfach so jemandem, einem Boten mitgeben kann. Ich muss sicher sein, dass er von Männern aufbewahrt wird, die sich ihrer Haut zu wehren wissen. Dieser Brief müsste nach Elenvina ins Kanzleiviertel. Würdet ihr das für mich übernehmen? Das könnten wir durchaus tun. Natürlich. Nun, das wäre sehr, sehr gut von euch. Ich würde euch auch, ihr werdet ja im Kanzleiviertel eine Belohnung erhalten. Ihr werdet dort 5 Dukaten erhalten. Der Brief muss zu... Bleiben. Zu bleiben. Zu Hector von Ibbenburg. Hector von Ibbenburg muss ihn bekommen. Ich muss mal meinen Zettel holen. Denn... So, Hector von Ibbenburg heißt der gute Mann. Ja. Ibbenbruck. Ibbenbruck. Ibbenburg. Ibbenburg. Volk. Nun gut hingegen. Könnt ihr euch da jetzt irgendwie Notizen machen? Ich habe eine erstellt, gerade mal. Okay. Können da denn alle reinschreiben? Bei Notes? Also ich. Muss sie gehen. Ich nutze ein ganz normales Papier. Viel heißt ja auch Pen and Paper. Ja, es müsste relativ zügig dort ankommen. Es gibt jetzt keinen Zeitpunkt, wann er endgültig da sein muss, aber es ist einigermaßen eilig. Warum bin ich denn so müde? Das gibt's doch gar nicht. Elenvina? Nach Elenvina, ja. Wie weit schätzen wir das tagesreisenmäßig?
Boah, das ist schon eine Entfernung. Also wenn ihr euch das mal anguckt auf der Karte, Angbar, ja. Aus 750 Silberstücke für. Ja, würde ich gerne machen, bevor wir, weil das ist man ja doch. Du nicht. Du hast keine 750 Silberstücke. Ach, 750? So teuer sind die? Ja. Warte mal, wo war das denn? Inventory? Moment. 10 Silberstücke sind eine Dukate oder wie war das? Ich habe 1750 Silbertaler und 20 Dukaten. Das wird ja wohl reichen für so ein Pferd. Hast du nichts davon ausgegeben für Ausrüstung? Ich habe wenig, ich habe sehr, sehr gespart. Also ich hab mir eine sehr gute Axt gekauft, wie du weißt. Ja. Schon sehr gute Dienste tat. Mein Rucksack ist voll, deiner ist leer. Also was kostet das? Überlebe er nicht. 1700? 750. Ach, so zahle ich aus der Portokasse. So kein Ding. Ja, wir werden gleich heute nach Möglichkeit noch aufbrechen. Boah, ich frag ihn mal, sind wir noch bei dem Jahr, ne? Wir sind noch bei dem, oder? Ja, ist ihr seid noch bei dem, ja. Guter Mann, ich würde mir gerne ein Pferd kaufen. Wo kann ich das hier tun? Es gibt hier den Markt, den Viehmarkt. Der Viehmarkt ist jeden... jetzt fehlt ja nur die Abkürzung. Winztag. Ach da, Praiostag. Kaufst du den Pferd vom alten Jupp? Der Winztag. Am ersten Winztag ist er immer. Die besten Pferde. Sonst soll das gut sein. Wisst ihr denn eigentlich, wer euch da gerade diesen Auftrag gibt? Wie heißt der Typ? Eminenz. Also nicht Eminem, sondern Eminenz. Das hatte Michael sicher gerappt beim Übergeben des Briefs. Von Eminenz? Ja, der Name ist nicht wichtig. Der Name ist nicht wichtig. Der Name ist nicht wichtig. Wer weiß, was wir da über... Der hat doch nur den Brief gegeben. Wer weiß, was du noch für Gerüchte über den aufschnappen. Wer weiß, was in diesem Brief steht. Ich habe gerade etwas Großartiges gemacht. Wenn ihr die Aventurienkarte aufmacht und dann bei Ellen Wiener auf den grünen Knopf drückt, dann geht die Karte von Ellen Wiener auf. Cool. Da knüpft. Das ist doch mal mega nice, oder? Respekt. Tatsächlich. Großartig, oder? Das ist der Hammer. Als ob es Absicht gewesen wäre, oder? Also in Wiener, das Absicht ist unser Ziel. Gewesen. Aber wie komme ich denn jetzt an mein Pferd? Ja, du gehst auf den Markt und kaufst dir eins, genau. Oder? Wir warten nicht, bis der Markt ist, sondern du gehst zu irgendeinem Händler und kaufst dir ein Pferd. Ja, dann will ich das mal machen. Okay. Was haben wir denn für einen Wochentag? Wie kriege ich die Karte wieder weg hier, Tag. Die Ellenbiener Karte? Wegixen. Ja, auf jeden Fall durch Angbar und du siehst einen Stall und da ist ein Schild dran, da sind drei Pferde drauf abgebildet. Ein weißes, ein braunes und ein schwarzes. Die sind gerade alle im Sprung. Und während die springen, geht von allen ein... ein Kissstrahl aus, der sich in einem Bierfass sammelt. Nein. Sofort dran denken. Ja, also... An diesen Brunnen. The Golden Well. So, ja, und ja, da steht so ein Typ vor, der sieht aus wie so ein richtig guter Pferdezüchter. Hallo, guter Mann, seid gegrüßt. Baron Answin vom See, mein Name.
Ja, freut mich diese Sendung, Jerrien. Ja, alles gut bei dir, mein Junge. Ja, ich wollte. Ihr könnt euch ja denken, ich würde gerne ein Pferd kaufen, guter Mann. Was habt ihr denn da? Na, Pferd hab ich doch ganz viele da. Bin alle Jupp. Und was suchst du noch? Fuhrpferde. Für Automaten. Ich suche ein gutes Reitpferd. Ja, war ein Reitpferd. Oder ein großer, ein kleiner, die Mittelarme. Also so meiner Größe angemessen. Also mittlere Größe wäre großartig. Also mit der mittleren Größe, braun oder schwarz oder weiß oder was ist denn da? Weiß ist wäre natürlich hübsch, wenn er erzählt. Er ist natürlich auch der Preis. Tierkunde würfeln, ob ich ein gutes da rauspicken kann. Was kannst du machen, ja? Was du machst. Was du machst. Kann ich dir ein Brot bringen. Tatsächlich. Also, boah, was ist mit dir los? Zwei in Folge. Ist da irgendwas eingebogelt? Ich hab's auch gesteigert, so ist es nicht. Ja, du findest eine weiße Stute. Ja. Die gut aussieht. Das ist es. Das ist dein Pferd. Ja, wunderbar. Das ist ein schönes Tier. Gefällt mir ja. Hast du hoffentlich keinen Hengst, kann ich einfach. Das Pferd heißt Beate. Beate. Nee, das ist Max Tom, das hat der Max. Ja, ja, wunderbar. Ja, das ist mein bester hat der Max, den ich habe. Der ist aber wirklich teuer. Der kostet viel Geld. Das ist hat der Max. Wolltest du, wie der Name von der hat der Max ist? Der Name von der hat der Max ist der hat der Max. Das ja, guter Mann, was bekommt ihr denn für dieses Tier? Was für ein Tier? Ja, das Pferd, das ich... Ah, der Automax. Der Automax. Der Automax, ja, der Automax. Der Automax kostet, sagen wir mal, 22. 220. Ja. 220. Ja. Lahmt es oder warum ist das so günstig? Wieso? Weil Pferde viel teurer sind eigentlich. Dukaten? 22 Dukaten, okay. Okay, das kann wahrscheinlich, es ist ein Einhorn, nur ohne Horn. Was waren die Pferde? Habt ihr nicht wie teuer waren die? 700 oder wie viel? Mal 750. Ja, gut, okay, machen wir 850. Okay, für den Automax. 850 für den Automax. Und gebe ich dir noch einen Sattel mit dabei. Ja, dann. Dann wird der Arsch schon nicht so rau beim Reiten. Okay. Dann schlage ich doch mal zu. Ja, nicht schlagen, der Automax. Nein, natürlich. Kannst du doch nicht schlagen. Nein. Ich meine, das Geschäft. Also ich kaufe ihn, heißt das. Oh, handelst du? So, ich glaube, du wolltest mal Automax erschlagen. Also, du misshandeln oder was, ne? Oh. Ja, wer handelt ist jetzt zu spät. Du wolltest Automax haben für 850. Ja, komm, jetzt. Ist gut. Ich nehme, gib die 900 her und dann ist gut. Was, bitte? Ja, der 900, du wolltest doch handeln. 900. Wir haben gerade 850 gesagt. Ja, und du hast gesagt, du willst handeln, also 900. 800. Treffen wir uns bei 850. Okay, machen wir 850 mit Sattel für deinen Hintern und dann machen wir den Max dann weiter. Ne? Aber musst du deine Freundin immer sagen, der alte Jupp, der hat den besten Automax. Okay? Wunderbar. Okay, dann machen wir das so, okay? So machen wir das. Hand drauf. Wie kann ich denn hier in den Bogen jetzt den ich will hier mir 850 abziehen. Ich kann ja mal hier die, wenn ich denn die, achso, muss ich die was Silbertaler anklicken? Nee. Hand drauf. Ja, mach ich, aber. Ja, und als du ihm die Hand geben willst, zieht er die Hand weg. Da bist du bekloppt, ist da hier ein Virus und tritt dir so gegen Schienbein. So machen wir das heute hier. Habe ich letztens auch in der Hundeschule, habe ich einfach einem von Schienbein getreten, fand der irgendwie überhaupt nicht witzig. So. Den kann ich gar nicht verstehen. Ein Kunde oder was? Ja, sicher. Der ist von Schienbein getreten. Geil.
habe ich den Hordemax. Der Hordemax. Ja, hab da einen Hordemax. Und somit verlasst ihr Angbar mit dem Brief an Hector von Ibbenburg und ihr steht an der Grenze zu Elenvina. Nach eurer langen Reise in die Stadt. Was macht ihr? Jetzt wisst ihr auch, warum ihr da seid. Tja. Wir haben uns also wiedergefunden, ja? Ja, ja, ihr habt euch wiedergefunden, seid dann gereist und seid dann irgendwann in der Stadt angekommen. Wir stehen da in so einem besseren Viertel, hast du gesagt, oder? Ja, die ganze Stadt ist halt relativ wohlhabend und ihr seht halt in der Ferne verschiedene goldene Kuppeln und hohe Türme, die von irgendwelchen Tempelanlagen sind und Burgkomplexe. Und halt im Norden sind so Weinberge teilweise, auf denen dann auch Gehöfte und sowas stehen. Kommt ihr vom Norden? Ihr kam von Norden, ja, Nordwesten. Mhm. Genau, diese Straße darunter. Genau. Wir fahren mit der S6. hat die Eminenz denn irgendetwas verlauten lassen, was in diesem Brief steht? Nein. Nee, wir sollen den nur überbringen. Läuft da irgendwo mal eine Stadtwache oder sowas rum? Da laufen natürlich Gardisten rum, ja. Entschuldigt bitte. Ja. Wir suchen ein Haus oder ein Anwesen derer von Ibbenburg. Ah, derer von Ibbenburg. Ich meine den Hector von Ibbenburg. Genau den. Ja, der, den findet ihr tagsüber im Kanzleiviertel. Kanzleiviertel. Das Kanzleiviertel ist... Das ist ganz im Norden. Da seht ihr den Weinberg da hinten. Und ja. Dieses Torhaus. Das ist doof, dass man hier nicht so reinklicken kann. Ich male euch da mal was rein. Also unter S07 quasi seht ihr ja dieses Haus mit diesem schmalen Gang, der weiter nach Süden führt. Ne? Mhm. Ja. Da ist so ein Torhaus und da geht es irgendwie so ein Weinberg hoch und oben ist dann halt nochmal so eine Festungsmauer. Da scheint irgendwie das Kanzleiviertel zu sein. Da zeigt er zumindest drauf. Okay, also gehen wir jetzt nach Norden hoch. Nach Osten und dann kommen wir an dem Torhaus an. Genau. Kommen wir jetzt auf der Hälfte der Strecke trotzdem. Ja. Ja, ich sag mal, ihr seid jetzt da an dem Punkt, wo S06 steht. Okay, perfekt. Und da müsstet ihr jetzt quasi hoch und dann würdet ihr da am Torhaus rauskommen. Ach, da bei S07 meinst du? Genau, da ist das Kanzleiviertel. Ja, okay. Und der Weg ist ummauert, wie das aussieht, oder? Genau, richtig. Ja, sieht wie so eine Festung. Ja, wir sind ja Briten. Ja. Ihr seid alle Briten. So macht ihr euch auf den Weg und kommt unten dann, ich mache mal hier rein, kommt unten, ich glaube, ist ein bisschen doof. Das sieht man schlecht. Kann ich den Pinsel hier irgendwie einstellen? Ja. Ich muss auch Pinsel waschen. Seht ihr das, was ich da eingezeichnet habe? Ihr könnt ein bisschen reinscrollen. Wo? Ja. Wo hast du was? Oh ja. Was machst du da? Was hast du da gemalt? Einfach nur Krickelkrackel. Wie kriegt er den wieder weg? Ist egal. Ich sehe das bei mir gar nicht. Doch, scroll mal rein. Ach hier, radieren. Also mit dem Malwerkzeug, das ist nicht so. Ja, jetzt habe ich es auch gesehen. Ja, ja. So, okay. Also da unten bei S06 oder bei S07 quasi an den Toren kommt ihr an. Und da stehen rechts und links halt Wachen, die euch... Habe ich jetzt maskiert? Jetzt ist das weg, die Stadt ist jetzt weg. Moment. Schreck, oh Schreck, die Stadt ist weg. Komplett ausgelöscht.
Also. Da ist wieder da. Genau, ihr kommt da unten an und vor diesem Torhaus stehen halt zwei Gardisten. Und als ihr so näher kommt, machen die ihre Hellebarden zusammen und versperren euch halt den Weg. Heda, wer seid ihr und was ist euer Anliegen? Wir haben einen wichtigen Brief für Herrn Hector von Ibbenburg. Und wer seid ihr? Nee, mein Name ist Baron Answin vom See. Und eure Begleiter? Stellen Sie sich selber vor. Nun, Sari, vom Stamme der Hocke. Regina. Bitte? Regina, Türblatt. Und ihr? Kalcharus vom Orden der Golgariten. Die Praios Eminenz von Angbar schickt uns diesen Brief. Wie heißt er? bindet die Pferde dort an, dann lassen wir euch hier rein. Ja, und so vertaut ihr da eure Pferde und tretet ein. Und in diesem ersten Haus ist halt so eine Wachstube. Und da ist da so eine verschlossene Tür, wo es halt wohl in diesen Gang rausgeht. Und da steht wieder ein weiterer Gardist, der euch anguckt. Und dürfte ich nochmal die Namen erfahren? Und er sagt die nochmal und der schreibt die halt auf. Ihr müsst eure Waffen hier einmal abgeben. Males Gebaren, oder? Ja, also das ist das Prozedere. Ins Kanzleiviertel darf niemand mit Waffen außer Adligen. Dann also. Darf ich meine behalten. Ah, entschuldigt. Ja, natürlich. Bei der Nivesin nimmt der Adlige allerdings nicht ab. Ich habe einen Adelsbrief. Den hole ich aus meiner Westentasche. Ja, er guckt sich den an. Ja, das ist in Ordnung. Ihr dürft eure Waffe behalten. Der Rest legt die Waffen ab? Ja. Sicher. Alles? Ich glaube, die Sari hat einen Dolch im Schuh, ne? Lässt du den da drin oder nimmst du den mit rein? Ja, klar. Also lässt du da? Den lasse ich in meinem Schuh. Okay, alles klar. So, ja, dann bitte dort einmal aufstellen. Wir müssen sie einmal durchsuchen. Jetzt geht ihr ein bisschen zu weit, oder? Also, das ist das normale Prozedere. Nach was sucht ihr dann gezielt? Sichere, dass ich keine Dienst trage. Tastet euch ab und müsst dann aber so weit zu führen. Ich möchte nicht abgetastet werden. Ich möchte den überzeugen, dass ein Geweihter des Ordens. Dann macht das. Nicht abgetastet werden muss, sondern das auf mein Wort verlasst. Das ist natürlich geschafft. Ja, natürlich, da habt ihr natürlich recht. Ihr seid ein Geweihter und das dürfte kein Problem sein. Gut. Und ihr könntet hier an dieser Stelle nochmal weiter und tiefer suchen, wenn ihr wollt. Und hier an der Stelle auch noch. Nein, das passt schon. Alles gut. Ja, und so wird die nächste Tür geöffnet und ihr geht diesen Weg entlang, der relativ staubig ist und ihr müsst diese Anhöhe hinauf zu diesem Weinberg und kommt oben nochmal durch so ein Tor, wo ihr aber einfach passieren gelassen werdet. Und dann tretet ihr an der Stelle ins Licht, an der S07 steht. Ihr seht rechts von euch einen schönen Tempel. Den sieht man hier auf der Karte gar nicht. Auf der anderen Karte, hier, die ich hier habe, sieht es ein bisschen anders aus. Seht ihr da diesen Tempel unten? Mhm. Ja, unten. Ne? Mhm. Ja. Der ist hier nicht drauf. Ist wahrscheinlich eine aktuellere Karte, die ich hier habe. Ja, da ist halt ein goldenes Kuppeldach. Ach so, jetzt weiß ich auch, warum ihr das nicht seht. Weil das die falsche Karte ist, Freunde. Warte mal, Images. Wir haben die falsche Karte. Nee, alles gut. Wie heißt das? Ja, weil es sieht doch so aus, als wäre da so ein Tempel, Kanzlei nur das bei uns nicht Viertel. Rund ist. Ja, warte. Kanzleiviertel, wo ist denn das Kanzleiviertel? Bei S07. Hier. So.
So. Und was gerade gegangen ist, geht natürlich jetzt auch. Ihr könnt jetzt da auf diese Nadel schön wieder klicken. Und dann kommen wir nämlich auf die nächste Karte. Och, ich liebe das. Ja, großartig, oder? Ach, ist das schön. Ist klein. Muss ich da auf den, das ist so, da öffnet sich so ein kleines Bild, muss ich da auf den Pfeil klicken? Okay. Eigentlich musst du nur draufklicken, dann müsste die nächste Karte aufgehen. Ja, aber die ist so klein. Die musst du größer ziehen. Dann musst du die größer ziehen. Ach, guck mal, da sieht man auch viel besser das Torhaus und alles. Hier euch da direkt machen können. Ja, ach, und da kommt ihr dann halt raus. Ja, wir haben natürlich unterwegs jetzt, wenn wir mehrfach durchsucht wurden, mit Sicherheit gefragt, wo wir den Hector von Ibbenburg finden. Ach so, ja, ihr steht da gerade am Ausgang bei 02 und könnt das noch machen. Den Hector, den müsstet ihr dort drüben finden. Und der zeigt auf dieses große Gebäude mit diesen zwei Runddächern. Und euch fällt aber jetzt, als ihr da raustretet, diese gewaltige Statue bei 04 auf und dieser Kuppelbau bei T07. Das ist wohl ein neuer Tempel, der da errichtet wurde. Auf dem Marktplatz, der da ist, laufen viele Beamte hin und her, die wohl dort irgendwelche Aufgaben erfüllen müssen. Das sind alles Bürogebäude, die da stehen, mit flachen Dächern. Es sind teilweise Ranken, die sich an den Häusern emporranken. Die oberen Etagen sind auch hier aus Stein gebaut. Ja, und da ist jetzt viel los. Zu welchem der 12 Götter ist das gebaut? 07. Ja, oder die Statue zeigt dir einen der Götter oder wen zeigt die Statue? Meine Karte ist übrigens weg, diese neue Karte. Ich wollte die vergrößern und jetzt ist sie weg, aber ich kann, wenn ich auf diese grüne Nadel klicke, kommt die nicht nochmal. Ach so, habe ich die Karte vielleicht noch nicht freigegeben? Warte mal. Images. Doch, die ist freigegeben. Also kannst du über Images müsstest du auch aufrufen können. Ellen Wiener Kanzleiviertel heißt sie. Das ist ein Ukuri-Tempel. Was für ein Tempel, Entschuldigung? Ein Ukuri-Tempel. Ukuri? Ja. Wie stehen die 12 zum Ukuri? Das kann ich dir nicht sagen. Ich höre Ukuri jetzt gerade zum ersten Mal. Aber ist jetzt nichts, wo meine Alarmglocken... Nein, alles gut. ...ausschlagen oder so. Nee. Und die Statue, was ist das? Muss ich mal gucken. Ukuri. Die Statue 04 Herzogenruft. Ja. Das kann eigentlich nicht sein. Warum habe ich denn da keine... Das ist eine Statue des Kaiser Retos. Da ist ein monumentales Reiterstandbild, des berühmten Kaisers, das in der Mitte des Platzes steht. Ist das 04? Genau. Ding? Genau, und der Kanzleifried ist dann 05. Und dieser Ukuri-Tempel ist auch ganz neu gebaut. Wir müssen zu 05. Genau, richtig. Ja. Da ist der Ibbenburg. Genau. Gut. Ja, Freunde, dann gehen wir doch da mal hin und erledigen unseren Job. Jo. So. Es warten 5 Dukaten auf uns. Ja, eben. Die sind eigentlich für jeden abgemacht. Ich muss wieder Geld verdienen, das Pferd war teuer. Sehr prunkvoll hier, dass das den Torwallern gefallen hat. Ja, kann man sich vorstellen. So, macht mal bitte eine Probe auf Menschenkenntnis. Muss ich mir erstmal durch die ganzen Karten durchführen. Ich auch. Könnt ihr den Charakter einfach neu aufmachen, dann geht er da direkt drüber, oder nicht? Ja, ich hab's geschafft. Das ist der Wahnsinn. Me too. Muss das bei Physicals and Nature? Nein, Social and Knowledge. Social and Knowledge. Da ist er wieder. Menschenkenntnis. Hat einer rausgefunden, wie man klicken muss? Zweimal? Zweimal. Einmal reicht eigentlich. Ob das auch.
So, wir haben eine Qualitätsstufe, ne? Ja, ihr lauft so über den Platz und diejenigen, die eine Qualitätsstufe haben... Moment mal, ich habe ja eigentlich einen Bonus von plus 2. Ja, hast du aber... Naja, ist jetzt egal. Hast aber nie eingegeben. Ja, du wolltest ja noch sagen, wie wir es eingeben sollen. Ach so, ja, Bonus eingeben, jetzt so für einzelne Proben einfach unten reinklicken, wo Modifier steht und dann plus 2 eingeben. Und wenn du dann würfelst, hast du beim nächsten Mal einen plus 2 Bonus. Oder du kannst auch hier auf plus minus oben rechts, da steht Modifier, dann kannst du da direkt auf plus 2 klicken. Okay. Und dann nimmt er die sofort da unten mit rein. Achso, du hast jetzt aber nichts gefunden, wo ich es fest eintragen kann. Das ist was anderes beim Kampf. Okay. Da kann ich die eintragen. Achso. Wo kommst du gerade an die plus 2? Ist das die Zahl, die hinter den drei Werten da, also hinter den drei... Nee, nein, das ist der Fertigkeitswert. Was? Sie hat da irgendwie einen Bonus, weil sie irgendwie wie eine Hex ist oder so hat, so, oder eine Fertigkeit Hexe. Hat dafür. Ich finde aber nicht diese, wo man diese Dinge verändert. Die ja, plus entweder zwei oder so. Klickst du halt unten rein einmal und gibst da eine Zahl ein, dann steht die da. Oder über die Plus-Minus-Tasten oben. Da kannst du die dann auch reinziehen, glaube ich. Ist ja jetzt auch erstmal wurscht. Wenn es soweit ist, sagst du Bescheid. Mal gucken, wie es aussieht. Genau, genau so. Okay. Jetzt hast du zwei Qualitätsstufen. Ändert nichts am Ergebnis. Aber ist egal. So, die beiden, die es jetzt geschafft haben, denen fällt eine Frau auf, die euch entgegenkommt. Und wer hat es denn geschafft? Sari und Ragnar. Die haben halt ein Gespür für die Damen. Und irgendwie kommt euch eine Beamtin entgegen, die irgendwie seltsam wirkt. Die wirkt so fehlplatziert, komisch, verhält sich komisch. Ihr schaut die an und es kommt euch so vor, als wenn sie den Blick abwendet. Und sie schiebt halt so einen Handkarrenwagen vor sich her, auf dem so leere Leinensäcke aufgehäuft sind. Und irgendwie... Ihr habt ein ungutes Gefühl bei der. Ich stoße Sari ein bisschen an. Hast du diese... Hast du die Frau gesehen? Ja, die ist komisch. Warte die mal, wirkt höchst verdächtig. Ich ziehe euch mal in die Karte einmal rein. Jetzt muss ich mal gucken, ob das sofort geht. Weißt du was? Nee, ich mach mal eben ein Dings drauf, ein Raster. Ich werde ihr einfach heimlich folgen. Okay. Und mal schauen, was sie im Schilde führt. So. Geh mal eben was zu trinken holen. Bin sofort wieder da. So, ihr seht ihr das ganz gut, ja, ne? Mhm. Also die ist da hinten halt. Ihr kommt jetzt da im Prinzip gerade angelaufen. Und die schiebt da hinten ihren Karren und merkt so, dass ihr sie beobachtet. Sollen wir mal ein kleines Päuschen machen, dann müssen wir auch noch einen Kaffee oder sowas machen. Einmal Pipi machen gehen. Okay, 5 Minuten Pause. Okay. Ja. Fünf Minuten Pause, Henning. Ah, okay.
Sag mal, diese Modifikation, das macht mich aber kloppen. Bei mir sehe ich gar kein Plus und Minus oder wo man. Und unter dem Init ist ja dieser Kalender. Und da drunter ist Plus Minus. Ganz also nee, nicht auf dem Charakter. Nein, nein. Wieder ganz. Ach, siehst du, ich hab dir ja gesagt, ach hier, ja, auf dem Spielboard quasi. Jetzt sehe ich das. Oder eben ganz unten links. Oder ist nur Plus und daneben ist so ein Dreieck. Dreieck. Nein, das ist eigentlich nur ein Schrägstrich. Und ganz rechts ist dieses Viereck mit Plus. Naja. Ich gucke mal auf den Charakterbogen. Das ist ja Quatsch. Ja, ist halt alles. Ich meine, ist ziemlich cool, das Ding kann echt viel, aber es ist am Anfang. Ich finde es ein bisschen frickelig. Unübersichtlich, so. Ja. Ich fand denn, sagen wir mal, das bei Roll20 etwas übersichtlicher. Ja. Obwohl wahrscheinlich dies hier mehr Optionen hat oder mehr Funktionen, die man machen kann. Das glaube ich auch. Ich glaube, du kannst hier ganz schnell halt selber welche bauen. Was bauen? So Funktionen halt irgendwie. Achso, ja, wahrscheinlich. Ich habe immer bei sowas gar nicht so gerne zu viele Funktionen. Dann ist das alles so schwer zu bedienen. Ich habe das immer gerne klar, einfach, übersichtlich. Macht der Micha sich einen Kaffee, oder? Mhm. So. Da ist er. Und werdet ihr langsam mit Fantasy Grounds warm? Ja, ich sagte gerade schon, es hat sehr, mehr Funktionen als das andere, aber ich fand denn das Roll20 etwas übersichtlicher. Ja, das ist nur, weil man das noch nicht kennt. Das kann gut sein. Aber hier zum Beispiel, ne, bei Roll20 musst du jede Karte einzeln einpflegen. Hier packst du die Karten einfach alle in einen Ordner und hast sie drin. Ja, das natürlich, das ist schon klar, das ist schon sehr gut. Ist das ein amerikanisches Programm? Oder? Dafür machst du aber auch den Server und du kannst nur, oder alle anderen können nur ins Spiel, wenn du den Server gestartet hast. Ja gut, das ist ein Nachteil, das stimmt. Wo könnte ich denn, wenn, hier meine Kröte eigentlich mal eingeben? Deine Kröte? Mhm. Was hat die denn? Hat die irgendwelche Werte oder sowas? Irgendwo, ja. Achso, mein Pferd. Muss ich das auch irgendwo eintragen? Oder hat man das im Kopf? Kannst du die nicht beim Main eintragen hier? Attribute, Skills? Weiß ich nicht. Dem Kröte. Was musst du denn für die Kröte alles eintragen? Ja, die hat halt auch Werte. Nahkampf, und ne? Das hat ja Nahkampf, ist ein Nahkampf-Monster, ne? Ja, theoretisch kann sie kämpfen. Jetzt ernsthaft? Ja. Mit Krötengift. Ja, oder man müsste da noch einen extra Charakter anlegen. Ich weiß nur nicht, ob man als Spieler zwei Charaktere. Also ich weiß halt, ich würde sie jetzt nicht für einen Kampf einsetzen, weil die ist ja auch in Ratz, also 0, nix platt. Da trittst du einmal drauf, dann ist die ja, Ratsche. Also ich würde sie jetzt nicht für einen Kampf einsetzen. Aber vielleicht, ich kann mit der quasi so eine Verbindung halten, dass wenn ich die irgendwo hinsetze, kann die halt was beobachten. Also man kann sich da auch Tiere, kann man sich auch einen Hund kaufen zum Beispiel. Du, ich ja. kann NPCs freischalten, da könntest du den eintragen. Okay. Micha? Was? Könnte ich mir auch einen Hund kaufen? Ja klar kannst du dir einen Hund kaufen. Finde ich gut. Hat er dann auch so richtig Werte und so? Ja, klar geht halt, warum soll das nicht gehen? Finde ich gut. Ja, nicht heute, aber vielleicht macht das mal. Spielen wir denn länger DSA oder auch wir nur... Wir spielen länger DSA jetzt, ja. Das ist schön.
So, hier, ich habe jetzt einen NPC gemacht, Kröte. Da müsstest du drauf zugreifen können. Da könntest du das alles eingeben. Aber ich kann dir das nochmal neu machen. Da ist noch alles auf Englisch. Mach ich ja nochmal neu. Ja, alter jetzt nicht. Nur irgendwie ja, mal langfristig vielleicht. Ja. Wo hast du den jetzt gemacht? Unter NPCs, aber siehst du das gar nicht? Ich guck grad. Also, er ist freigegeben. Ja, mhm. Okay. Ja, kann ich sehen. Ja, da kann ich auch was eintragen. Ach so, dann ich kann glaub, ich euch sogar wichtige NPCs auch freigeben hier. Das ist ja auch cool. Ich glaube, das reicht sogar so. Also wo kann man diese NPCs dann finden? Ach ja, bei NPCs. Hm. Ah ja, ja, ich sehe schon. Dieser extra Reiter. So. Ist aber nur ein Read-Only. Da kann ich jetzt zum Beispiel nichts dran verändern. Ach so, echt? Ja. Ja, muss man nochmal gucken. Ja, gucken wir nochmal. Ne, wüsste ich jetzt aber auch nicht, wo ich das umstellen kann. So, gut. Also, ja, die kommt euch entgegen und irgendwie ist die ein bisschen seltsam und guckt halt komisch. Und als ihr das so beobachtet, lässt sie plötzlich diesen Karren stehen und rennt weg. Der Held kann direkt in der ersten Kampfrunde die Verfolgung aufnehmen. Also ihr beiden könnt ja sie im Prinzip direkt verfolgen. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich die in die Initiative-Leiste reinziehe. Ne, das war falsch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt muss ich gucken, wo ich die herkriege. Encounter. Ziehe ich die denn da rein? So, gut. Okay, ich würfel einmal Initiative für alle. Das finde ich sehr angenehm, dass man das nicht mehr selber machen muss. Wieso Initiative? Noch jetzt kein Kampf, oder? Nein, aber wer zuerst dran ist. Und jetzt hatten, wie gesagt, die beiden Damen hatten geschafft, ne? Dann wäre Sari als erste dran. Die Sari müsste jetzt eine Probe auf. Was war denn das? Körperbeherrschung, glaube ich. Muss mal eben mein Regelbuch holen. Oh, gerade noch gelesen, ey. Seite 349. Damat, Verfolgungsjagd. Körperbeherrschung, laufen, einmal würfeln bitte. Und dann einmal gucken, wie viele Punkte wir überhaben. Skill spent 5. Es ist ja ausgegeben, spent. Warte mal, Geschicklichkeit. Warte mal. Wir müssen. Genau, plus 8. Ne, plus 4. Also du hast 5 ausgegeben. Wie viele Fertigkeitspunkte hast du in Körperbeherrschung, Sari? 10, aber du bist gemutet, falls du redest. Zumindest höre ich dich. Dankeschön. Nicht. Deswegen habt ihr mich nicht gehört. 10. 10. Und 5 hast du ausgegeben, ne? 5 plus wie viel Geschwindigkeit hast du? Wo sehe ich das? Erste Seite, Bewegung. 8 oder so müsste das sein. Sieben. Die Hälfte ist 3. 3 plus 5 sind 8. Ne? 5, ja. 8. 1, 2, 3, 5, 6. Da bist du schon dran quasi, gleich an der. So. Dann wäre die Ragna an der Reihe. Körperbeherrschung, sagst du ja? Richtig. Nee. Nee, nicht gepackt? Nein. Auch keine Punkte über dann, ne? Wie viel Geschwindigkeit hast du? Also Bewegung?
Steht über Initiative. Da bei Misk. 8. 8? Hm? Ja. Mit meinem Besen wäre ich schnell. Dann hast du 4. Ja, wäre, glaube ich, jetzt eine sehr gute Idee, wenn du dich auf deinem Besen und da durch die Dings fliegst. Gut, dann mach dir den Rest des Abenteuers aber alleine, ne? Hast du den Besen dabei? Das ist kein Besen. Okay. Das ist wie so ein Gehstock, der oben noch ein bisschen schick aussieht, ne? Wie so ein Gandalf-Stab, sag ich jetzt. Moment, aber wir dürfen das nicht wissen, dass du eine Hexe bist. Ich weiß das schon. Ich gehe damit nicht hausieren, sagen wir es mal so. Aber würden wir das, sagen wir mal, würden unsere Figuren das kacke finden? Meine nicht. Ich fände es nicht gut. Ja, du bist ja auch ein Geweihter, aber was ist denn mit Ansfien? Bist du da ein bisschen... Nein, ich bin ja nicht ich, sondern das ist ja die Figur. Wird er von seiner Figur her das nicht gut finden? Mir wird das egal. Spielst du doch deine Figur. Bist du für ein... Du musst du nachlesen. Ja, ich muss ja gucken, was du für einen Gott hast und so. Also wenn du Praios, glaube ich, bist, findet er wahrscheinlich so prall. Nee. Ja, als Adliger, denke ich mal, bin ich wahrscheinlich ein Praios. Muss nicht unbedingt. Gläubiger. Nee. Du bist auch ein Kämpfer, kannst auch. Rondra. Raja und so. So, ist jetzt auch erstmal Latte, weil die GEMA jetzt erstmal dran ist und abhauen will. Nee, ich schmeiß mich der an die Beine. Warum geht das? Wie heißt die? GEMA Bier holen? Kannst GEMA, du noch nicht. GEMA, GEMA. Erst rankommen. GEW, GEW, KON. Warum geht das nicht? Warum rennt der jetzt eigentlich der wildfremden Frau da hinterher? Das mache ich immer so. Was machst du denn jetzt? Haust du wieder ab oder was? Ich versuche gerade zu würfeln. Ich verstehe jetzt noch nicht, warum das nicht geht. Weil die nicht abhauen soll. GEW? GEW? Was soll gehen? Lehrergewerkschaft GEW. Ist der vielleicht raus? Gehen die alle nicht? Die gehen alle nicht hier. Bei den Charakteren, das ist ja doof. Ja gut, dann muss ich das anders machen. Dann muss ich jetzt mal irgendwie improvisieren. Kannst du nicht einfach dreimal einen 20er werfen oder was? Kann ich auch machen, aber ich finde das so kompliziert. Also, was hat der denn da jetzt gemacht? Plus 31, also war schon mal eine 18. 18, 18, wow. Oh, läuft bei dir. 14. 18, 18, 14. Kommen ja gleich 20 auf. Was war das nochmal? Was war Körperbeherrschung? Körperbeherrschung war Gewandtheit, Konstitution. 6 Konstitution, was habe ich da gewürfelt? 14, 3, 6, 7, 8 daneben. Dann habe ich noch 5 gut plus die Geschwindigkeit. Wo steht die denn hier? Und echt jetzt? Du warst bei 18, 18, 14. Oh, 8 habe ich gesagt, ne? 8 habe ich gesagt, ne? 8 habe ich über. Plus 4 macht 12. 5 gut hast du gesagt. 5 plus 4 ist 9, okay. Ja, bloß du darfst jetzt noch ein 9 Kästchen rennen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Dann wäre jetzt Kalcharos an der Reihe. Was macht ihr da? Warum lauft ihr wie von der Tarantel gestochen los? Irgendwas ist komisch mit der Frau. Kommt mit. Nein. Und okay. Ich gehe weiter in Richtung Torhaus. Dann ist Sari an der Reihe. Ich renne da wieder hinterher. Dann würfel bitte wieder auf Körperbeherrschung. Success. Ich habe noch 6 übrig. 6 hast du noch über, plus halbe Bewegungsreichweite, die hast du auch noch über.
8 hattest du, glaube ich, ne? Oder 9? 9,5 dann. 9,5, dann geh 9 Schritte vor. So, schräg? Schräg darfst du auch, ja. Spring übers Haus. 1, 2, 3, 4. Kannst du die Figur umsetzen oder geht das nicht? Doch. Doch. Ne? Ich bin okay. Nur über die Hausecke gegangen. Okay. Ja, mach mal einen Ringwurf. Yes. Wo also raufen, ne? Wo ist raufen? Erste Seite. Kampfloser, also waffenloser Angriff. Unbewaffnet, glaube ich, steht da. Hat er das was ist das nicht? So, das Social Skills? Na, ganz, ganz auf erste der ersten Seite vom Charakterblatt steht oben Attacken. Und dann musst du aber ein minus 1 eingeben, weil du eine Rüstung Unbewaffnet? Ja. Genau. Minus 1 Modifier. Adjusting? Hä? Okay, und jetzt muss ich auf unbewaffnet Attacke? Genau. Success. Okay. Ja, du grapelst sie und schmeißt sie auf den Boden. Und sie tritt und wehrt sich um sich und sagt, lass mich los. Hey, was ist denn hier los? Warum läufst du weg? Warum jagt ihr mich? Was soll das? Was schaut ihr so seltsam und haut vor uns ab, wie als würdet ihr irgendwie euch schuldig fühlen. Ich bitte. Was habt ihr vor? Wer seid ihr? Was macht der Rest? Die hat ja diesen Karren da stehen lassen. Ja, wo steht ich würde sagen. Der steht da, wo die gerade losgerannt ist. Ich guck mir den Karren da mal an. Okay, ich renne zu Sari und gucke, ob sie Unterstützung benötigt. Ja, du rennst zu Sari um die Ecke und der Answin geht zu dem Karren. Und du siehst halt, dass da diese Jurtesäcke drauf liegen. Da schaue ich mal rein. Die Jurtesäcke sind leer, aber du siehst darunter eine dicke, massive Metalltafel. Warte mal eben. Ich zeige dir die auch sofort. Ein bisschen doof, weil er mir hier alle Bilder jetzt vollgeballert hat irgendwie. Rango. Da. Da ist er. So, seht ihr den? Nee. Ich sehe immer noch. Warte, ich ziehe dir den einfach da rein. Und dann kannst du auf die Nadel gleich klicken und dann geht er auf. Oh, krass. Seht ihr? Ja, also diese Metalltafel liegt da auf dieser Bahre unter dem Wagen. Und sie ist da am Schreien und am Fluchen und in dem Moment kommen halt auch zwei Wachen um die Ecke und zwei Gardisten. Was ist denn da los? Was geht denn hier vor sich? Diese Frau hier, die benimmt sich äußerst verdächtig. Was heißt das, sie benimmt sich verdächtig? Sie kommt uns entgegen und auf unserer Höhe dreht sie plötzlich um, lässt all ihre Sachen stehen und rennt wie gestochen weg. Sprecht, wer seid ihr? Das geht euch gar nichts an. Ihr sprecht jetzt sofort oder wir pieksen euch auf. Ach, gar nichts könnt ihr mir. Mein Freund, Baron Anziehen vom See ist mein Name. Du bist doch gar nicht da, du bist doch an dem Karren. Ach so, ich dachte, wenn man. Okay, nein, das stimmt. Dann, nee. Ich halte es dir so ein wenig fest. Nun, wer seid ihr? Die Frau, fragst du? Ja. Das geht euch gar nichts an. Ja, die beiden. Nun, das könnte Wachen. Euch schnell besser gehen, wenn ihr hier ein bisschen lockerer mit euren Informationen seid. Na, erstmal alle auseinander. Warum habt ihr diese Frau gestellt?
Wie was hat sie getan? Sie hat sich verdächtig benommen. Nun, ihr müsst wissen, Will, ich kann solche Verdächtigen, so ein verdächtiges Benehmen einfach nicht, nicht abhaben. Ich komme aus dem hohen Norden. Ich muss mich auf mein Gespür verlassen. Und dies ist eindeutig sehr, sehr verdächtig. Nun, und sie will mit der Sprache nicht rausrücken? Wir können ja mal zu ihrem Karren zurück und mal gucken. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Los, vor mit euch. Und sie schubsen sie so vor und begleiten sie halt zum Karren. Ja, was haben wir denn da? Hey, das ist doch, ich habe eine interessante Tafel hier entdeckt. Das ist doch die Tafel von Ibbenburg, die er bekommen hat. Ja, natürlich. Was wolltet ihr mit der Tafel? Ihr seid festgenommen. Und ihr seht halt, wie ihr die Hände auf den Rücken gedreht werden und sie wird gefesselt und dann auch zum Kanzleigebäude gebracht. Und wir müssen die Tafel da reinbringen. Und wer seid ihr und was wollt ihr hier? Erstmal habt Dank, dass ihr die Diebin gefangen habt. Nun, zunächst wissen wir ja nicht, ob sie wirklich eine Diebin ist, aber das war äußerst verdächtig. Ja, natürlich, die Platte gehört unserem Herrn. Vielleicht hat er sie ja freiwillig abgegeben. Ja, aber ich denke, das sollten wir kaum in Erfahrung bringen. Wir sind haben auf dem Weg eine Nachricht zu für ihn. Zumal diese Platte war verdeckt. Da waren solche Säcke drüber, dass man sie nicht sofort sehen konnte. Das ist auch etwas verdächtig, finde ich. Nun, ich würde sagen, kommt erstmal mit rein. Dann können wir alles Weitere klären. Ja, und so geleiten euch die Männer durch eine große Halle und bringen euch zu ihrem Herrn, dem... Warum geht denn der Tracker jetzt hier auf? Dem Hector von Ibbenburg, den ich euch natürlich auch gerne zeige. Ich kann doch hier auch suchen. Da ist er doch. Ja, ihr tretet ein und ihr seht einen Mann, der halt mit dem Rücken zu euch steht vor dem Fenster. Und als ihr eintretet, dreht er sich zu euch um. Nun, habe ich euch den Fang dieser Diebin zu verdanken? Genauer gesagt, unseren Damen. Sie haben sie verfolgt und haben sie gestellt. Ich verbeuge mich auch so vor ihm. Wie spricht man diesen Menschen an? Ist das ein... Ibbenburg. Nein, ich meine jetzt, hat er irgendeinen Titel oder so? Ich glaube nicht. So wie ich sehe, nicht. Nun, werter Herr von Ibbenburg. Es ist mir natürlich eine Ehre. Es war eher ein Impuls und anscheinend hat mich mein Gespür nicht im Stich gelassen. Wer ist diese Frau? Ich habe keine Ahnung. Wir werden sie verhören müssen, um zu sehen, was sie mit der Metallplatte wollte. Wo hattet ihr denn eure Metallplatte gelagert? Sie war oben, im oberen Geschoss. Dann muss sie ja irgendwie hier ungehindert ins Haus gekommen sein, ohne dass sie Verdacht erregt hat. Aber unsere Namen wurden ja auch notiert, als wir hier angekommen sind. Das muss mit der Dame doch auch gemacht worden sein. Das stimmt. Ob sie ihren wirklichen Namen angegeben hat, sei mal dahingestellt. Es wird ja nicht kontrolliert. Aber sie muss ja einen Grund für ihren Besuch angegeben haben und... Und auch durchsucht worden sein. Ja, wir werden das auf jeden Fall nachvollziehen und gucken. Was hatten die für eine Größe, die Tafel? Die Metallplatte ist rechteckig und misst in der Fläche etwa 40 auf 25 Halbfinger. Durch ihre Dicke von knapp 3 Fingern ist sie nicht nur sperrig, sondern auch ausgesprochen schwer. Ungefähr 40 Stein. Es ist zwar möglich, ja,
Also ist schon ein Stein, weil er war, glaube ich, ein Kilo. Ein Schwein ist ein Kilo, genau. Ein Schwein ist ein und ein Halbfinger. Das heißt, das ging wahrscheinlich an der Wand oder so in so zwei Haken. Ja, kann gut sein. Nun, Herr, die könnt ihr... scheint aber auch uralt zu sein, ne? Könnt ihr mir sagen, was ist dies für eine Tafel? Moment. Weiß man, das sieht doch sehr seltsam aus. Sagen und Legenden eventuell. Muss mal eben gucken. Boah, du weißt, dass die Informationen immer irgendwo stehen, ne? Aber du weißt dann nicht, wo es war. Das ist richtig doof, ja. Nun ja, ist ja im Prinzip auch wurscht. Also, ihr habt, also die Platte wird halt gerade reingebracht und da auf den Tisch gelegt. Die Platte wurde mir vor einiger Zeit als Geschenk gemacht. Von einer Schiffsbesatzung, die sie wohl vom Piraten abgefangen hat. Ist bekannt, was das für eine Inschrift da ist? Es sind ja so Piktogramme da drauf. Ja, ihr könnt mal auf Metallbearbeitung würfeln. Wie ihr das alles so schnell findet, das ist ja ein Rätsel. Wie sieht's ganz aus? Rechts bei Craft. Keiner geschafft. Ja, aber da muss man. Henning hat Moment, gewürfelt, sonst ich hab schon. Moment. Keiner. Ja. Sind da so Runen? Ja, wir würfeln gleich ein paar Sachen durch. Keiner geschafft? Nein. Ach, da ist es. Ich sage, da habe ich gleich die Infos, die ich brauche. Dann würfelt bitte mal auf Geschichtswissen. Bergkönigreich der Zwerge, falls da jemand einen Bonus hat. Hm. Auch keiner. Das geht schon. Da, der Anziehen vom See. Der hat eine Qualitätsstufe. Und Ragnar hat auch eine Qualitätsstufe. Mhm. Ja, warte mal. Dann muss ich jetzt mal einmal gucken. Was war das jetzt? Geschichtswissen, ne? Nee. Mhm. Doch. Geschichtswissen war das. Eine Qualitätsstufe. Ja. Wie Ragnar. Und das gleiche kriegt der Henning auch einmal. Wie Answien. Oh. Answien von, wie heißt du mit Nachname? Vom See. Bitteschön. Aha. Und dann könntet ihr nochmal auf Rechtskunde Bergkönigreiche der Zwerge würfeln. Wo finde ich das dann? Auch Rechtskunde. Ganz normal. Einfach Rechtskunde. Muss nur einer? Henning muss nur, ne? Ja, ich finde das nicht mal wieder. Social, Social und dann sind ja eigentlich. Ja. Ach, hier, jetzt habe ich es gefunden. Warum hast du mich jetzt zurück angeflüstert? Ja. Answien vom See, eine Qualitätsstufe auch in Rechtskunde, ne? Übrigens reicht ein Einzelklick, ne? Musst nicht zweimal.
gedacht, ich könnte mir das kopieren hier, den Text. Nee. Kannst du, musst du eine Notiz machen und dann markierst du den, machst Steuerung C und dann gehst du in die Notiz rein und machst Steuerung V. Ans Wien vom See. Bitteschön. Sollte was aufgehen? Ich glaube, du hast eine Nachricht geschickt, ne? Oder? Ja. An die ich habe nur an die beiden eine geschickt, ja. Ah, okay, es hat ein bisschen gedauert. Ja, jetzt öffnet sich da was. Ein Bild nur von dem Ibenburg. Ihr beiden habt ja Nachrichten von Michael gekriegt, irgendwie mit Infos. Genau. Ist dir nur gerade verdeckt. Warum steht denn, hä? Das käme mir nicht aus. Vor 3 Monaten wurde ihm die Platte gebracht von der Flussgarde der Nordmarken. Wo finde ich denn diese, wo steht die Nachricht denn? Im Chat. Nun, ein Schmugglerschiff hat die Metallplatte mit an Bord gehabt. Und die Garde hat uns hier die Platte zum Herzogenhof gebracht. Und ich habe herausgefunden, dass es sich bei diesen Runen, es kam mir so vor, als wenn die Zusammensetzung der Zeichen irgendeinen Sinn ergeben würde. Und ich bin darauf gestoßen, dass es sich wohl bei dieser Sprache um Angram handelt, der alten rituellen Sprache der Zwerge. Und nun versuchen wir, diesen Text zu übersetzen, um zu verstehen, worum es sich dabei handelt. Wir sind leider noch nicht sehr weit gekommen. Nun, meint ihr denn, dass diese Platte einen besonderen Wert hat? Sie sieht zumindest sehr wertvoll aus, finde ich. Sie sieht besonders aus, auf jeden Fall, schon das Material. Ihr könnt natürlich jetzt auch die Informationen, die ich euch geschickt habe, mit ins Gespräch einbinden, ne? Wundert ihr euch nicht? Ich gucke mir mal die Frau nochmal an. Die ist nicht da, die ist ins Kittchen gebracht worden. Okay, dann weiß ich's. Dann sage ich es gleich. Passt. Nun, vielleicht hat das irgendwas mit der Schlacht vor einigen hunderten Jahren zu tun. Welche Schlacht? Es gab einmal eine Schlacht hier im Kosch zwischen einem zwergischen Hochkönig und einem finsteren Magiefürsten. Die Alben aus dem rauschenden Wasser. Woher weißt du das denn jetzt? Weil du mich angeflüstert hast. Ich hab dich angeflüstert? Ja, Rechtskunde. Dachte ich zumindest. Deswegen habe ich ja gerade gefragt, warum ich keine Nachricht gekriegt. Und das hast du dann gesagt, im Chat. Und ich habe im Chat 2-mal die gleiche Nachricht. Ich höre, zwergische Verträge werden meist mündlich geschlossen. Ah. Aber Kalcharos habe ich doch gar nicht angeflüstert. Dann hast du mich vergessen. Ja, aber warum kannst du das denn dann trotzdem lesen? Weil die Julia sich das wahrscheinlich kopieren wollte. Oh ja. Ach so. Okay. Ich dachte jetzt, das ist meine Info. Dann okay. Sorry. Nee, ist ja nicht schlimm. Ist ja in Ordnung. Könnt ihr ja auch drüber reden. Ich hatte jetzt nur gedacht, ich hätte das irgendwie. Dann hätte ich ja für nächstes Mal Bescheid wissen müssen, weißt du? Nee, dann ist ja gut. Ja, dann macht weiter. Entschuldigung. Ja, das weiß ich dann nicht. Da muss Henning sagen, was wir wissen. Ja, also diese zwergischen Verträge werden meist mündlich geschlossen. Nur sehr wichtige Abmachungen. Meist solche mit religiösem Charakter werden schriftlich festgehalten. So ist das bei denen. Da stimme ich dir voll und ganz. Also kann man davon ausgehen, dass es sich hier um etwas Besonderes handelt? Ja, da würde ich von ausgehen. Wo haben wir denn noch? Ach, das war ja noch in Angbar, dieser nette Herr Zwerg.
Nee, doch. Also diese Sprache ist jetzt auch nicht unbedingt jedem Zwerg geläufig. Ach so. Ne? Es ist wirklich eine alte Sprache. Was war das für eine Sprache? Angram. Angram, nee. Angraben. Und ihr hattet diese Platte von einem Schiff und die haben das wiederum von einem Piratenschiff. Genau, die Flussgarde. Hier fließt ja der große Strom und ist viel Verkehr und die Flussgarde patrouilliert die Gewässer und sucht nach Piraten und Schmugglern. Und diese Platte haben sie auf einem Schmugglerschiff gefunden. Ich denke mal, sie haben es nur an uns weitergeleitet, um sich selber nicht mit zwergischen Besitzansprüchen auseinandersetzen zu müssen. Aber sie haben uns diese Platte geschenkt. Und ich interessiere mich sehr für so altertümliche Dinge und werde dann neugierig. Ist denn über dieses Schiff noch mehr bekannt, aus welcher Richtung es kam? Oder? Es ist wohl Fluss aufwärts gesegelt. In Richtung Albenhus. Also von Alenvinia, die haben wir so an der, wo diese Kreuzung ist, wo es rechts abgeht zum Eisenwald und weiter geradeaus nach Albenhus. Da auf dem Fluss haben sie die wohl gestellt. Sie hatten noch versucht zu entkommen, aber sie konnten das Schiff entern und die Waren sicherstellen. Nun. Meinte diese Dame gehört demnach zu den Piraten? Denselben Gedankengang hatte ich auch gerade. Dass das durchaus sein könnte, die da vielleicht dieses wertvolle Teil zurückholen wollte. Das könnte natürlich sein. Da müsstet ihr sie vielleicht mal befragen. Ja, ich würde sagen, die sollte mal eindringlichst verhört werden. Nun, aber während dieser ganzen Aufregung dürfen wir natürlich nicht vergessen, aus welchem Grund wir eigentlich hier sind. Ja, und der wäre? Bitteschön. Oh, mein Freund, ein Schreiben für euch. Aus Angbar. Er öffnet den Brief und liest ihn sich durch. Ja, okay. Ja, ich werde ihm sofort Nachricht verfassen. Hab Dank dafür. Aber wenn er euch vertraut, dann obliegt es wohl auch an mir, euch auch mein Vertrauen zu schenken. Ich lasse euch natürlich nachher bezahlen. Hättet ihr nicht Lust, mir zu helfen, diese Tafel zu übersetzen? Vielleicht habt ihr gute Ideen, wie wir sie entschlüsseln können. Das können wir gerne versuchen. Nun, ich bin dieser Sprache nicht sonderlich mächtig und auch sonst wenig sprachgewandt, aber vielleicht könnt ihr ja einen Experten finden, der es übersetzen kann. Nun, das könnten wir sicherlich tun. Ich dachte, wenn wir uns nochmal mit der Gefangenen irgendwie auseinandersetzen, nun, vielleicht weiß sie auch was. Das könnte natürlich sein. Ja. Also ich beherrsche ein wenig die altimperialen Zeichen. Kann ich daraus was ableiten? Nee. Okay. Nun, wo könnten wir denn eventuell so einen Experten finden? Nun, wenn ich das wüsste, hätte ich ihn schon längst kommen lassen. Das kann ich euch nicht sagen. Da denke ich mal, werden wir uns umhören müssen. Und ich kenne nur Experten. Die nicht Leute, die Experten, nicht die Experten sind, für die uns sie gehalten haben. Die kenne ich auch. Oh, da kenne ich auch welche von. Wer könnte denn eine rituelle Sprache der Zwerge sprechen? Wenn nicht Zwerge selbst. Ich wollte gerade sagen, wir müssen. Gibt es irgendwo Zwerge hier in der Stadt, wo man.
Ich denke, ein Zwerg wird uns weiterhelfen. Nun, es gibt hier zwar nicht so viele Zwerge wie im Kosch, aber den einen oder anderen werdet ihr schon hier ohne Probleme in der Stadt finden. Es gibt Tavernen, in denen ihr sie antreffen werdet. Einige arbeiten auch am Hafen. Es gibt auch einige Händler unter den die Zwerge sind, die Angroschim und vielleicht schaut ihr euch einfach mal um. Gibt es denn eine Taverne, die bei Zwergen besonders beliebt ist? Da gibt es eine Taverne, das ist der lachende Humpen. Der wartet. Nein, wartet. Wir haben ja hier eine Karte mit Tavernen. Es ist die Absteige Enterhaken. Dort treiben sich öfter Zwerge rum, wobei das eher dunklere Gesellen sind. Im Einhorn könntet ihr vielleicht den ein oder anderen Kaufmann finden. Ich denke, dort sollten wir vielleicht eher ansetzen, bevor vielleicht findet ihr auch in einem der alten Tempel hier ein Buch, das uns helfen könnte. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir diese Aufgabe schon, werden das schon hinkriegen. Wir müssen halt überlegen, wie wir es genau machen. Aber ich denke, wir werden das schaffen. Und da bin ich mir auch ziemlich sicher. Also, irgendwie werden wir das schon übersetzt bekommen. Ja, und wie gesagt, wir sollten diese Frau, die sollte eindringlichst verhört werden. Frage. Göttlicher Fingerzeig. Ja. Die Liturgie bewirkt, dass der Geweihte im näheren Umkreis einen Gegenstand entdeckt, der für sein Problem hilfreich ist. Was heißt näherer Umkreis? Das ist natürlich wieder nicht das. Doch, das müsste ja stehen, oder? Ist war irgendwas mit Qualitätsstufen oder so? Qualitätsstufe 5 Meter oder sowas? Ah, du hast recht. Der Gegenstand darf sich maximal Qualitätsstufen Schritt vom Geweihten entfernt befinden. Das ist ja nicht sehr viel, muss ich sagen. Minus 2. Ja, das ist ja mehr so ein Ding, wenn du so eine verschlossene Schatulle findest und der Schlüssel. Ja, aber wenn ich jetzt vor einem riesigen Bücherregal in einem Tempel stehen würde. Das könnte dir was bringen, ja. Das wäre, ja. Also wenn dann da was ist, dann würdest du das dann sehen, ja. Dann wird durch einen Windhauch. Genau. Oder so ein Buch rausfallen. Ja, alles klar. Danke. Ja, nun, also wenn ihr Fragen habt, ich stehe immer gerne zu eurer Verfügung. Nun, ich habe die ja nicht wirklich gesehen. Wie groß und stark war die denn? Die Frau? Ha, nicht sonderlich stark, aber schnell auf den Füßen. Aber nicht so schnell wie ich. Unheimlich schwer aus und hing sie an der Wand? Ansonsten müsstet ihr in Betracht ziehen. Die Tafel meinst du? Ja. Ach so, ja, die Tafel, ja. Müsstet ihr in Betracht ziehen, dass sie Hilfe hatte? Ja, wie gesagt, 40 Kilo, ne? Kannst du mal eben auf den Karren wuchten. Schon schwer für eine Frau. Ich lese mal eben die Beschreibung vor. Gemma ist das harte Leben ins Gesicht geschrieben. Ihre Gesichtszüge wirken verhärmt und verschlossen. Das schwarze Haar hält sie mit einem Dolch eigenhändig kurz, was zu einer zerzausten und unschönen Frisur führt. Sie hat sonnengegerbte Haut, einen drahtigen Körperbau und sehr geschickte, jedoch mit Schwielen übersäte Finger. Das könnte schon auf eine Piratin zutreffen, so mit. Ja. Und die schwierigen Finger so, in den Wanden rumklettert. Und die ist so Ende 20. Okay, also die wäre körperlich dazu in der Lage. Ja, das Ding. Ja, ja. Kurz, okay, passt. Ja, nun. Lasst uns sie mal verhören. Das ist eine gute Idee, das sollten wir tun. Ja, und so. Wollt ihr das alle? Oder will sich da jemand rausnehmen? Also ich wüsste schon gerne, was, ob sie uns etwas sagen kann. Ja, und so kommt ihr unten im Kittchen an und sie sitzt auf ihrer Pritsche hinter einem Gitter und guckt angewidert zu euch hinüber. Ach, da seid ihr ja. Ihr
Penner. Was? Wie nennt ihr uns? Penner! Guckt euch doch an. Es wäre alles gut gegangen, wenn ihr nicht gekommen wärt. Dann wäre ich jetzt mit meinen Silbermünzen über alle Berge. Aber ihr habt mir alles versaut. Da kommt endlich mal ein Lichtblick und ihr macht mir einen Strick draus. Moment. Wenn ihr euch sofort in die Hosen macht, wenn ihr Fremde seht, dann arbeitet ihr unprofessionell. Das würde ich auch sagen. Vor allem haben wir nur eine Platte gefunden und keine Silbermünzen. Die hätte ich ja auch erst gekriegt, du döspaddeliger Vollidiot. Und von wem? Was interessiert dich das? Das interessiert mich, weil ich so eine Heimlichtuerei nicht haben kann. 75 Silbertaler habt ihr mir ruiniert. 75! Damit wäre ich eine lange Zeit ausgekommen. Die habt ihr euch allein selbst ruiniert. Ich würde jetzt mit eurem schissigen Verhalten. Ich würde jetzt auch mal so gerade eben spontan sagen, da wurdet ihr wahrscheinlich auch noch übers Ohr gehauen. Wenn ich diese Steintafel... Quatsch, es war ein jetzt ganz sicherer einmal, Deal. Wenn ich genauer angucke, ist sie mit Sicherheit wesentlich wertvoller als 75 Silbertaler. Wer ist denn hier die... Was, wie habt ihr mich eben genannt? Döspaddeliger Vollidiot. Ich aber sag denke, mal, junge genau Frau. Genau das könntet ihr sein. Was seid ihr denn vom Beruf? Was ist... Was macht ihr so? Ich bin Heimlichkeitsexperte. Heimlichkeitsexperte, so nennt sich das. Was steht denn hier auf? Davon kriegt man so schwierige Finger. Die kriege ich, weil ich mein Geld häufig mit Typen wie euch verdient habe. Was steht denn hier laut Gesetz auf Diebstahl? Abtrennende Hand. Was meint ihr? Ihr habt Geld wie mit Typen wie mir verdient. Ja, schwierige Finger. Weißt schon. Bald habt ihr nur noch 5 Finger. Eine Hand wird euch fehlen. Naja, ich habe noch nie 2 für die Arbeit gebraucht. Dann geht's. Aber nun, wenn ihr mich hier rausholt, könnte ich euch ja vielleicht das ein oder andere Detail verraten. Was, wie man so schwielige Finger bekommt, oder was? Nun, spottet. Entweder ihr bringt mir einen Freibrief, dass ich hier raus kann und begnadigt werde, oder ihr werdet gar nichts mehr erfahren. Ich könnte euch höchstens ein Freibier besorgen, aber einen Freibrief, daran komme ich nicht. Eure warme Pisse könnt ihr selber saufen. Auf euer Wohl werde ich heute Abend trinken. Oder auf eure 6 bis 10 Finger, die euch dann fehlen werden. Traurig. Ja, ich sag doch. Besorgt mir ein Begnadigungsschreiben und ich erzähle euch alles, was ihr wissen wollt. Wir kommen auch so an die Informationen. Na dann, lassen sie gar nicht unter Druck setzen. Warum sollte ich sie euch dann verraten? Das macht ja überhaupt keinen Sinn für mich. Gut, dann viel Spaß noch. Wünsche ich euch auch. Der Rest. Bluff, der Rest. Das war ja nicht sehr erfolgreich. Ich möchte versuchen, die einzuschüchtern. Mach das. Irgendwas dagegen? Warte, sie würfelt da Dingens gegen. Sie würfelt mal eben, holt ein paar Würfel raus. Willenskraft würfelt sie dagegen. Kann ich nicht lieber auf Willenskraft würfeln? Warum würfelt der den denn? Willenskraft geht? Das ist scheiße. Aber nicht geschafft übrigens. Ja, nicht geschafft. Und du ich hast aber auch nicht, wie immer. Auch nicht. Ja, dann wird das beides nichts. Nö, können wir uns die Hand geben.
Okay, nicht eingeschüchtert. Ach komm, wir verstehen uns eigentlich ganz gut. jetzt würfelt er gescheit. Warum würfelt er denn jetzt und gerade nicht? Das ist aber komisch. Keine Ahnung. Egal. Okay. Ja. Ja, nun. Also, verzieht euch. Wie gesagt, wenn ihr mir ein Begnadigungsschreiben bringt, kann ich euch sagen, wer mir den Auftrag gegeben hat. So kriegt ihr gar nichts aus mir raus. Die ist ja wohl mal so gar nicht in der Position, irgendwelche Ansprüche zu stellen hier. Das ist im Klassen verliert eine Hand. Was für euch tun, wenn ihr kooperativ seid? Dann könnten wir zu dem Herrn Ibenburg gehen und vielleicht etwas drehen. Aber wenn ihr bockig seid, wird das schwierig. Nun, ihr wollt ja etwas von mir. Und wenn ich euch das gebe, ohne vorher eine Gegenleistung zu bekommen, habe ich da nichts von. Und mehr sage ich da jetzt nicht mehr zu. Ja, ist ja ihr gutes Recht. Ich gehe. Komm einfach in ein paar Tagen nochmal wieder. Mal gucken, wie es dir dann ergangen ist. Und dann hat es einen schönen Stumpen. Ja, vielleicht dauert es ja noch ein bisschen, bis sie ihre Hand verliert, aber... Ach, ja, wie lange dauert sowas in der Regel? Schnell. Zack, zack. So langsam müssten wir Richtung Schnitt gehen, weil... Das macht der Henning mit seiner Axt morgen. Ja, ich würde fast sagen, dass wir an dieser Stelle cutten, weil die Stelle sich eigentlich ganz gut dazu eignet, wenn ihr sie nicht mehr weiter verhören wollt. Ja, ich habe... Dann machen wir hier den Cut und dann könnt ihr euch überlegen, wie ihr da vorgehen möchtet. Ein paar offene Spuren haben wir ja jetzt, denen ihr nachgehen könnt beim nächsten Mal. Und auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns einmal bei den Zuschauern. Ich bedanke mich bei euch für diese schöne Runde. Und wir sehen uns dann am Donnerstag wieder mit Cthulhu. Habe ich gar nicht erwähnt, dass wir heute gewechselt haben, weil Steffi nicht dabei ist, ne? So, und ja, dann sehen wir uns auf jeden DSA Fall. DSA nächste Woche Donnerstag, dann nächste wieder normal. Geplant erstmal nächste Woche Donnerstag, es sei denn, der Steffi kommt da irgendwann wieder dazwischen. Dann würden wir uns einmal melden und absprechen, ob es geht. Aber ja. Ansonsten hat DSA Donnerstag erstmal immer Vorrang. Ja? So, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.